Als nächstes zu Wort gemeldet ist Sabine Oberhauser in Vorbereitung. Bitte, Andrea Schieder. Freundschaft, Genossinnen und Genossen. Wie viele von euch habe ich in der Früh diese Sackerl hier bekommen. In einer wunderbaren Reifeisen finanziert, Klammer auf, Klammer zu, Farbe. Und ich möchte euch jetzt einmal zeigen, was passiert, was außer einem Kipferl, das wir artgerecht entsorgt haben, herauskommt, wenn man ÖVP-Sachen einfach aufmacht. Und was haben wir? Da gibt es eine Broschüre, da steht drauf, dass die Vermögensteuern, die wir wollen, weil wir meinen, dass sie gerecht sind, Gift für den Mittelstand sind, Placebo für den Staatshaushalt und, wie es der Charlie schon gesagt hat, Opium für die Neidgenossen. Also ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass es das sicherlich nicht ist. Wenn wir Vermögensteuern meinen, dann meinen wir Verteilungsgerechtigkeit. Und wir meinen, dass die, die es sich leisten können, einen Beitrag dazu leisten müssen, dass unser Sozialstaat so funktioniert, wie er jetzt funktioniert. Barack Obama, der gerade in einem Wahlkampf ist, hat das so gesagt und lasst mich das vorlesen. Jeder, der es mit Ehrlichkeit, Fleiß, Kreativität, Geschick und Mut schafft, zu Vermögen zu kommen, hat es sich wahrlich verdient. Aber irgendjemand hat ihm auf diesem Weg geholfen. Am Anfang des Weges stand vielleicht ein Lehrer, irgendjemand, der ein politisches System aufgebaut hat und irgendjemand, der Geld in Straßen und Brücken investiert hat, mit denen er jetzt sein Geschäft macht. Und Genossinnen und Genossen, genau das ist es. Wir haben den Sozialstaat aufgebaut und wir fordern diejenigen auf, die es haben, ihren Beitrag dazu zu leisten. Karl-Heinz Kopf, Klubobmann im Parlament, auch das kommt aus diesem reifeisengelben Sackerl heraus, sagt, was wir brauchen, ist Realwirtschaft ohne zusätzliche Fesseln. Was das heißt, liebe Genossinnen und Genossen, beweist uns gerade die Aktion Unternehmen 2025, die von parteiunabhängigen Menschen natürlich gemacht wurde. Und was die gesagt haben, was die Realwirtschaft ohne zusätzliche Fesseln ist, das kann ich euch sagen. Das sind flexiblere Arbeitszeitmodelle, Aufweichen des Kündigungsschutzes von Menschen über 50, Kollektivverträge, die man im Rahmen einer Betriebsvereinbarung so abändern kann, dass man unter besonderen Bedingungen einfach unter dem Kollektivvertragslohn bezahlen kann. Genossinnen und Genossen, eins kann ich euch garantieren, mit den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern in der FSG wird es das sicherlich nicht spielen. Und Genossinnen, erinnert euch, der Erich hat schon gesagt, das Panikorchester einiger Expertinnen und Experten in der Sache der Pensionen. Nur das mehr herausbekommen, was man eingezahlt hat. Liebe Genossinnen, und ich sage bewusst liebe Genossinnen, wisst ihr, was das heißt für Frauen, die Teilzeit arbeiten? Die werden wahrscheinlich, bis sie 150 Jahre alt sind, arbeiten, um dann irgendwann einmal von der Pension, die sie dann, was sie eingezahlt haben, leben zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das wird es mit uns und mit Werner Faymann und mit den Gewerkschafterinnen und der SPÖ ganz, ganz sicher nicht geben. Und ein bisschen blau ist ja auch drauf, also ein bisschen blau, unser Geld für unsere Leute ist ja heute auch schon zitiert worden. Das haben wir gesehen, was das heißt unter Schwarz-Blau. Bei den Privatisierungen, bei BUWOG und bei Austria Tabak, das arbeiten jetzt die Gerichte auf und ein Untersuchungsausschuss auf. Also unser Geld für unsere Leute, so wie Sie sich das vorstellen, auch das wird es mit der Sozialdemokratie in Österreich ganz sicher nicht geben. Und liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, das Kipferl haben wir gegessen und jetzt zeige ich euch, was das Einzige ist, was man mit diesen neoliberalen Ideen, die uns die ÖVP gemacht hat, machen kann, nämlich das da. Bravo! Freundschaft, Genossinnen und Genossen. Ja.